wish that I could stay. Wieder da. Wir sind zurück nach 5 Wochen Pause. Richtig merkwürdig, die Kamera wieder in die Hand zu nehmen. Heute Morgen, es war so ungewohnt, aber auch irgendwie cool. Total cool, freue mich auch voll. Wir freuen uns sehr, wieder da zu sein. Also für alle, die überhaupt nicht mitbekommen haben, was los war. Wir haben eine Vlogging-Pause gemacht im Januar und Ende Dezember, also insgesamt 5 Wochen lang. Und jetzt geht's ganz normal weiter mit Weekly Vlogs, die jeden Montag online gehen. Und wir filmen gleich heute am ersten Tag der Woche. Ja, wir dachten, es ist ein guter Start in die Woche und wir haben heute ein paar coole Sachen vor. Haben wir? Ansonsten hast du was zu erzählen, was so passiert einen Monat lang. Wir waren beide krank. Ja, und jetzt sind wir beide schon wieder krank. Also irgendwas, ja. Irgendwas stimmt da definitiv nicht. Da gibt es auch Apfelsaft mit Ingwer. In der Hoffnung, dass es hilft. Mein Arm wird schwer und wir machen uns jetzt mal an unsere To-Do-Liste. Ja, wir haben richtig viel zu tun. Habt ihr es vermisst? Wir sind jetzt produktiv. Ich kriege jetzt ein Timelapse, wie wir am PC sitzen. Uhu. Alles beim Alten. Gerade beide daran, das Intro vom neuen Video irgendwie nochmal zu überarbeiten, weil wir das irgendwie völlig überbelichtet aufgenommen haben. Also ich weiß auch nicht, was wir uns dabei gedacht haben, aber wir sehen halt aus wie so Geister und irgendwie kriegen wir das jetzt nicht mehr dunkler und wissen nicht so richtig, was wir machen sollen. Das ganze Video ist relativ überbelichtet. Also ja. Irgendwie haben wir da was falsch eingestellt, aber vor allen Dingen im Intro fällt es halt auf. Manchmal drehen wir die Videos dann nochmal neu, aber ich glaube jetzt bei dem Video, das alles nochmal neu drehen, wäre irgendwie auch nicht so richtig lohnenswert. Und auch schneiden. Ja, vor allen Dingen ist es halt eigentlich schon so gut wie fertig geschnitten, ja. Ja, mal sehen, ob wir da noch eine Lösung finden. So, es gibt jetzt Mittagessen und zwar gibt es Sushi, was wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen haben. Mega nett. Und ich hatte auch schon andere Sachen von der Firma, also ehrlich gesagt noch nie das Sushi, aber... Salate schon mehrfach, so ein Couscous-Salat und noch so einen anderen. Sandwiches sind auch richtig lecker. Ja, Sandwiches sind richtig lecker, hat Leo gerade gesagt. Deswegen freuen wir uns jetzt darauf, das mal auszuprobieren. Wir haben jetzt gerade eben fleißig am Laptop gesessen, Video ist online, auch wenn wir beide nicht so richtig zufrieden damit sind leider. So vom Schnitt her und so finde ich es eigentlich ganz schön, aber wie wir es gefilmt haben, ist verbesserungswürdig in den letzten Wochen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Ja, wir wissen selbst nicht, was los ist. Also uns ist schon bewusst, dass qualitativ momentan Ton und Licht eine Katastrophe sind, aber es ist nicht so, als würden wir uns nicht bemühen. Also wir haben beide ein extrem teures Mikrofon gekauft und versuchen es damit, wird auch nicht besser irgendwie. Neue Linsen, neue Objektive, neue Speicherkarten. Also wir haben auch mit unseren Schnittprogrammen beschäftigt, was Ton und so weiter angeht. Ich habe 2 neue Lampen gekauft. I don't know. Aber um wieder zu positiveren Dingen zu kommen, erstens gehen wir jetzt essen. Wir sind verabredet mit Madeleine. Die habt ihr bestimmt schon mal gesehen im einen oder anderen Video. Vom KMS und Featurebill nur 3. Genau. Und was ich auch noch zeigen wollte, ist, dass mein Pillow Talk Lippenstift bei Leo angekommen ist. Wir haben uns die sofort bestellt, als wir erfahren haben, dass es jetzt Pillow Talk als Lippenstift gibt. Und Leo hat darüber auch schon einen Blogpost geschrieben, den kann ich in der Infobox verlinken. Und da haben wir uns auch schon dafür bedankt. Aber wir wollten uns nochmal dafür bedanken, dass wir von so vielen Leuten Nachrichten bekommen haben. Richtig süß. So viele Leute haben uns geschrieben, dass es den jetzt als Lippenstift gibt. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich glaube, ich trage den jetzt gleich mal auf. Ich trage nämlich gerade keinen Lippenstift. Vielleicht ändert es was daran, wie tot ich aussehe. Also ich sehe ungefähr so aus, wie ich mich fühle. Nee, eigentlich sehe ich besser aus, als ich mich fühle, um ehrlich zu sein. Naja, ich trage den mal auf. Ich glaube, ich mache mir einen Dutt. Okay. So, wir haben Madeleine getroffen. Hallo. Wir haben uns versteckt hinten dran. Und sind jetzt auf dem Weg zu Vapiano, der Klassiker. Waren wir letztes Mal schon zusammen? Ja. Meint ihr, es gibt noch dieses Kürbis? Im Januar gab es neue Specials, aber auch richtig geile, also vor allen Dingen geile Salate. Vorher machen wir noch einen kurzen Abstecher zum Media-Markt. Wo ich heute Morgen auch schon war, um mir das zu kaufen, was Leonie sich jetzt kaufen will. Wenn es gibt, drückt mir die Daumen. Ja. Ja. Und dann gehen wir lecker essen. So, ich habe, ich weiß schon nicht mehr, wie es heißt, irgendwas mit Rotwein, Filet, irgendwas mit Rost. So, auf jeden Fall meinte Leo, das ist richtig gut. Ich hatte das noch nie. Leo hat einen Salat, ich glaube mit Ziegenkäse. Ja, und Tomaten. Und das ist du, Madeleine? Dinkelnudeln mit Ajo Ojo. Warum sind alle so gesund und ich habe sowas hier? Ja, weil ich habe mich für deine Sachen entschieden. Naja, ich hoffe, es schmeckt. Vielleicht geht es mir dann auch besser. Guten Appetit! Das ist mein Nachtisch, Milchreis mit Mandelmilch und Mango, Ananas, Goji-Beeren und Kürbiskern Karamellcracker. Sieht fancy aus. Der Dom bei Nacht. Schon beeindruckend irgendwie. Wir haben lecker gegessen bei Vapiano. Und jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum Bahnhof, beziehungsweise wir sind schon am Bahnhof, weil meine Mama mich besuchen kommt. Die hole ich jetzt ab und nehme sie mit mir nach Hause. Und ich vlogge morgen den Tag mit meiner Mama in Köln. Und Lena geht jetzt ganz dringend heim ins Bett, der geht's nämlich nicht gut. Ja, sorry für das ganze Gejammer heute. Sollen wir den Vlog dann beenden? Ich glaube schon. Wir sehen uns dann vielleicht morgen. Genau. Nochmal. Wir sehen uns auf jeden Fall morgen, also in 10 Sekunden für euch. Hallo, wie gestern angekündigt, ist meine Mama zu Besuch bei mir in Köln. Wacht hier neben mir. Und witzigerweise hat Hannah kennt ihr ja, Besuch von ihrer Schwester. Und wir gehen jetzt alle zusammen frühstücken ins Extrablatt. Erkältung und verändert. Die Menge an Ingwer, die ich gestern zu mir genommen habe, reicht eigentlich für 5 Monate. Aber naja, kann man nichts machen. Jetzt gehen wir erstmal frühstücken und dann wahrscheinlich ein bisschen shoppen. Tja, Vlogging. Endlich wieder Vlogging. Frühstücken machen wir jetzt und jetzt sind wir noch ein bisschen shoppen in der Innenstadt. In Köln gibt es ja jetzt seit letzter Woche ein HEMA, was sehr, sehr cool ist. Hier gibt es echt so schöne Sachen. Ich wollte mir noch 2 von diesen Dingern mitnehmen, die übrigens Stehsammler heißen. Ich hatte keine Ahnung, wie sich die Dinger nennen und habe es letzte Woche gegoogelt. Und sie heißen Stehsammler. Und lernen hier aus. Für alle von euch, die HEMA nicht kennen, hier gibt es alles und nichts. Ganz, ganz viele Schreibwaren, auch eine kleine Essensabteilung. Alles, was man braucht und irgendwie auch nicht braucht. Ich bin ganz kurz bei Hallhuber rein, weil ich hier einen langen, dunklen Mantel entdeckt habe. Und ich hätte gerne einen Mantel, der mir ja bis hier so geht. Also wirklich einen sehr langen, am liebsten in Grau. Finde ich aber nirgends. Also, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr sowas irgendwo gesehen habt, schreibt mir. Ich bin gerade bei Gina Tricot und ich habe tatsächlich eine Jeans gefunden, die mir passt und gefällt. Das ist so eine graue verwaschen. Die gibt es auch noch in blau, habe ich auch gleich an. Und die Bluse hier finde ich auch richtig schön. Das ist lange her, dass ich eine Hose richtig gut fand. Wir sind wieder zu Hause und waren jetzt noch ganz kurz beim türkischen Supermarkt. Da habe ich Minze gekauft und Ingwer für frischen Tee. Und außerdem haben wir alles eingekauft, um eine Gemüsesuppe zu machen. Ihr merkt schon, das Motto des Einkaufs ist ganz schnell gesund werden. Und damit setze ich mich jetzt auf die Couch. Und meine Mama und ich verbringen wahrscheinlich jetzt beide ein bisschen Zeit am PC erstmal. Nach dem Tee haben wir jetzt noch richtig leckere, heiße Suppe gegessen und meine Mama hat noch Nachtisch gemacht. Das ist Bananen-Minzeis. Einfach nur Bananen so ein bisschen einfrieren, aber nicht bis sie wirklich gefroren sind, sondern die hier sind noch relativ weich gewesen, damit es so musig wird. Und dann ein bisschen frische Minze dazu und sie hat jetzt dann noch einen Löffel Nutella, glaube ich, reingegeben. Sie gesagt hat, sie macht normalerweise immer dunkle Schokolade rein und die hatte ich jetzt nicht da und dann war das so ein bisschen der Ersatz. Und das schmeckt richtig, richtig lecker. Also Bananen-Minzeis kann ich euch nur empfehlen, wobei das ja wie gesagt gar nicht so ein richtiges Eis ist, sondern eher so eine Creme-Mousse. Was ihr übrigens im Hintergrund hier ticken hört, ist meine Eieruhr, weil ich in regelmäßigen Abständen ein Medikament nehme. Wow. Es ist mal wieder echter Quality-Content gleich im ersten Vlog. Guckt mal, was die Post gerade gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Packen wir mal kurz aus. Das sind von Clinique diese neuen Crayola-Lippendinger. Und dazu haben sie eine Zeichnung von Lena und mir geschickt zum Ausmalen und Buntstifte. Ist das nicht süß? Also dadurch, dass ich halt das Bild kenne, das ist das von Lena und mir auf den Stufen vorm Dom, weiß ich, dass es wir sind. Ich mache mich jetzt nochmal ganz kurz fertig, weil meine Mama und ich jetzt ins Kino gehen. Achtung Mama, wenn du jetzt reinkommst, film ich. Ja. Catrice Liquid Camouflage. Sieht man schon wesentlich weniger krank aus. Und den Pinsel hier hat Lena aussortiert und ich habe den mal hier mitgenommen. Von Zoeva aus der Rose Golden Edition. Der 104 Buffer. Und den benutze ich seitdem richtig gerne. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass wir uns La-La-Land angucken. Und wer uns auf Snapchat folgt, vielleicht schon gesehen, dass ich den Film schon gesehen habe. Das war schon vor 2 Wochen. Gleich relativ kurz nach der Premiere drin. Und es ist einfach so ein schöner Film. Ich kann seitdem nicht aufhören, den Soundtrack zu hören. Das hat mir total angetan. Und generell habe ich einfach viel über den Film nachgedacht und der ist mir lange im Kopf geblieben. Und jetzt, wo meine Mama zu Besuch ist, dachte ich, ist es doch eine gute Gelegenheit, den nochmal zu gucken. Bist du ready, Mama? Ja. Let's go. Ich bin wieder zu Hause. Der Film war wunderschön. Noch schöner als beim ersten Mal, weil ich diesmal alle Lieder kannte und ich bin schon im Bad zum Abschminken. Und dann gehe ich schlafen und hoffe, dass es mir morgen besser geht. Das hoffe ich allerdings schon seit 2 Wochen. Also so langsam wird es wirklich ein bisschen nervig. Aber ich will nicht jammern. Ich hoffe einfach weiter. Und wir sehen uns am Donnerstag wieder. Hallihallo, es ist Mittwoch und es geht mir, wie man vielleicht sieht, vielleicht auch nicht, bin ich so ganz sicher, auf jeden Fall wieder um einiges besser. Als erstes werde ich jetzt Fotos für einen Blogpost machen. Den will ich danach eigentlich auch noch schreiben, damit der heute oder morgen noch online gehen kann. Ein Rezepte-Blogpost für ein sehr leckeres Rezept. Der wird auf jeden Fall online sein, wenn der Blog online geht. Also schaut mal in der Infobox vorbei. Ich verlinke euch den Blogpost da, falls ihr euch für Rezepte interessiert. Dann werde ich ein bisschen schneiden müssen. Den ersten Vlogtag schon mal anfangen. Dann muss ich mich um ein anderes Foto kümmern, was ich auch noch machen muss für Instagram. Und dann muss ich heute auf jeden Fall noch in die Stadt, denn ich muss mich um meine Kontaktlinsen kümmern, mal wieder. Ich weiß nicht, wie oft ich mich im letzten Jahr um neue oder andere Kontaktlinsen gekümmert habe. Ich kann es nicht mehr zählen und es nervt mich so sehr, dass ich tatsächlich schon darüber nachgedacht habe, ob ich mir eventuell die Augen lasern lasse. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt in Betracht kommt bei meiner Stärke, bei meinen Hornhautverkrümmungswerten und so weiter und so fort. Aber ich wollte mich auf jeden Fall mal erkundigen. Also falls irgendwer von euch zufällig sich die Augen hat lasern lassen, dann würde es mich sehr interessieren, wenn ihr mir mal eure Erfahrungen schildern würdet. Und wie das bei euch so abgelaufen ist, ob es gut war, ob es schlecht war. Darüber würde ich mich auf jeden Fall freuen, so ein bisschen Feedback darüber von euch zu bekommen. Aber jetzt werde ich erstmal hier meinen Kaffee und dann als erstes das Fotos machen. I know I've told you 1,000 times before. And yeah, I know I have let you down, but I wouldn't try if I didn't think that I could be a better man. Gerade sind 2 Pakete angekommen. Wir können jetzt quasi eine Mini-Edition Mailtime machen, wenn ich eine Schere finde. Sekunde, die muss ich mal kurz suchen. Gut. Okay, das ist eine neue Serie von The Body Shop, Almond Milk and Honey. Sieht alles sehr, sehr gut aus. Ich rieche mal kurz dran. Oh mein Gott. Also das Peeling riecht wahnsinnig gut. Ganz anders, als ich erwartet hätte. Ich hätte fast gedacht, dass es so sehr süßlich riecht und vielleicht nicht ganz so mein Fall ist, aber es riecht super frisch und gleichzeitig so ein bisschen beruhigend. Also sehr angenehmer Duft. Okay. Das ist Essie. Alles im Ballerina-Style. Das sind zwei Nagellacke aus der Gel Couture LE. So, kurze Unterbrechung, aber jetzt mache ich mich weiter an die Arbeit. I just can't stand the thought of being on my own. So, ich bin so gut wie durch mit allem, was auf meiner Liste stand oder zumindest so einigermaßen und werde mich jetzt mal aufmachen in die Stadt und vorher muss ich noch zur Post und ein Paket wieder wegbringen. Dann fahre ich in die Stadt, werde dort zu Fielmann gehen, wie angekündigt und hoffentlich dann auch zum Media-Markt und ja, dann mal sehen, was ich heute Abend noch so mache. Vermutlich wieder vorm Laptop landen. Es ist inzwischen dunkel, wie ihr seht. Der Tag war bisher ein absoluter Fail, denn ich war erst beim Paketshop und das hat dann ungefähr so eine Dreiviertelstunde gedauert, weil irgendwas mit dem Etikett nicht gestimmt hat. Ich kann es nicht so genau nachvollziehen, was da jetzt falsch war. Dann hing ich ungefähr eine halbe Stunde in der Warteschleife, um zu versuchen, das irgendwie zu klären und am Ende hat es nicht geklappt natürlich. Dann musste ich das Paket nach Hause bringen. Dann bin ich in die Stadt gehetzt, um es noch zu Fielmann zu schaffen. Da war ich jetzt gerade kurz. Dann bin ich zum Mediamarkt. Das, was ich kaufen wollte, gab es nicht. Und jetzt muss ich gleich zurück zu Fielmann, um meine Kontaktlinsen überprüfen zu lassen. Also die neuen, die ich jetzt gerade drin habe. Also das ist bisher alles, was ich erzählen kann. Mehr ist leider nicht passiert. All the hopes and places we've been dreaming of. I just can't let them go. Ich bin wieder zu Hause, wie ihr seht, und habe jetzt auch wieder bessere Laune. Es hat zwar nicht alles so super geklappt, aber immerhin Fielmann war einigermaßen erfolgreich. Ich kriege jetzt nochmal neue Probelinsen in der Hoffnung, dass es endlich die richtigen sind. Wer weiß. Jetzt habe ich mir gerade was zu essen warm gemacht. Aber ansonsten wird, glaube ich, auch nicht mehr so viel passieren. Oh, und da ist gerade eine Nachricht angekommen. Es gibt zum Abendessen eine etwas komische Mischung, und zwar einmal das hier, das ist so Zucchini, Karottennudeln quasi mit Quinoa, einer Kürbissoße, glaube ich, Brokkoli und so ganz viel anderem Zeug. Das war auch mit dabei bei den Sachen, die uns zugeschickt wurden, zusammen mit dem Sushi. Also die faule Variante einmal, das hier ist die nicht faule Variante, das ist selber gemacht, komplett. Also das ist Couscous-Salat mit Kichererbsen, Minze, Petersilie, Möhren, Tomatenmark ein bisschen. Das sind einfach noch Reste, die von gestern vom Mittagessen übrig sind. Nee, vom Abendessen, glaube ich. Und ich esse jetzt beides, weil ich glaube, von jeweils einem werde ich nicht satt, denn ich habe sehr viel Hunger heute Abend. So, es ist mittlerweile ziemlich spät. Ich werde mich jetzt nur noch ins Bett legen und wollte mich noch kurz von euch verabschieden für diesen Tag. Leo vloggt morgen nochmal, deswegen sehen wir uns morgen auf jeden Fall, weil ich morgen bei ihr bin zum Drehen. Also sage ich jetzt Tschüss und für euch geht es dann gleich weiter mit dem nächsten Tag. Es ist Donnerstagmorgen, heute ist der 2. Februar und Gina ist auf dem Weg zu mir. Wir drehen heute unsere Januar-Favoriten zusammen und vielleicht noch ein anderes Video, das entscheiden wir spontan. Ich habe gerade meine Haare gemacht, mich fertig gemacht, mir fehlt noch was auf den Lippen und ich muss jetzt noch ganz dringend meine Nägel lackieren, Frühstücke nebenher. Ich hoffe, diesmal klappt alles mit Licht und Ton. Ich habe hier hinten, könnt ihr jetzt nicht so gut sehen, dann zeige ich vielleicht später nochmal, endlich eine richtige Filming-Kulisse. Im Hintergrund, der vermutlich immer so bleiben wird, dass ich mich einfach nur hier frontal zum Fenster hinsetzen kann und mit gutem Licht hoffentlich drehen kann. Lena bringt ihr neues Mikrofon mit dem wir inzwischen einigermaßen klarkommen. Und ich hoffe, heute schaffen wir es endlich mal, ein Video in guter Qualität zu drehen. Drückt uns die Daumen. Dann mal gucken, was wir so geschafft kriegen heute. Always on my mind and way out of my Bevor wir anfangen, unsere Januar-Favoriten zu drehen, machen wir noch 2 Instagram-Fotos mit diesen Nagellacken hier. Und das ist unsere Kulisse. Mein Foto ist soweit fertig, glaube ich zumindest. Und jetzt machen wir Lenas und dann fangen wir wirklich an zu drehen. Out of my league. You were born to be on display. So, die Nagellackfotos haben wir zwar gemacht, so. Aber dafür hat Lena ein bisschen was ein bisschen was in den Haaren abbekommen. Wir sind ready und wir fangen jetzt an, unsere Januar-Favoriten zu trinken. Video Nummer 1 ist gedreht, die sieht aus, ich bin so stolz. Wir drehen jetzt wahrscheinlich gleich noch ein Video und vorher müssen wir dringend was essen. Und ich habe noch Suppe übrig, die meine Mama und ich gemacht haben am Dienstag. Und die machen wir uns gerade warm. Und dann machen wir eine kurze Mittagessenspause und dann geht's weiter. So sieht unser Setup im Hintergrund aus. Davon kann man nicht alles erkennen, aber ein bisschen was. Und hier ist es noch relativ plain, da kommen aber noch Fotos an die Wand. Und wir sind jetzt fertig gemacht, um das zweite Video zu drehen. Yay, Licht ist immer noch gut. Hoffentlich, heute geht alles gut. Hoffentlich. Wir sind fertig mit beiden Videos. Wir haben jetzt gerade Dateien ausgetauscht und ich habe heute noch nicht das Haus verlassen und Lena nur, um heute Morgen zu mir zu kommen. Deshalb machen wir uns jetzt mal auf, gehen noch eine kleine Runde spazieren und dann in ein Café, um dort zu schneiden und Blogposts zu schreiben und noch ein bisschen was geschafft zu bekommen, aber es ist schon 3:30 und ich will nicht, dass es dunkel wird und ich noch nicht draußen war. Da war der Akku leer und hat mich unterbrochen, aber ich wollte eigentlich nur sagen, dass das nicht gesund ist und wir uns deshalb jetzt auf den Weg machen. Jetzt noch kurz einkaufen. Sehr unangenehm zu vloggen. Ich mache die Kamera lieber weg. Ich bin wieder zu Hause. Es war gerade eben unterwegs echt ein bisschen unangenehm zu vloggen. Das ist mein Abendessen. Das sind so improvisierte Flammkuchen. Einfach auf so kleinen Wraps. Und da habe ich so ein bisschen Joghurt drauf gegeben. Speckwürfel, Käse und Zwiebeln. Ich habe mega Hunger. Ich nur Suppe zum Mittagessen hatte. Deshalb gibt es jetzt als allererstes mal Abendessen. Man halt so aussieht nach einem Abend auf der Couch. Ich bin gerade fertig geworden mit Schneiden. Morgen gehen unsere Januar-Favoriten online, die wir heute gedreht haben. Und ich habe die jetzt gerade so geschnitten, dass Lena die heute Abend oder morgen früh angucken kann und mir sagen kann, ob damit alles in Ordnung ist. Und dann fehlen nur noch die Nahaufnahmen. Also wenn der Vlog hier online geht, dann sind am Freitag davor unsere Januar-Favoriten online gegangen. Schaut da mal vorbei. Und ich glaube, jetzt verabschiede ich mich von euch. Ich bin ziemlich müde und mir ist total kalt. Und deshalb gehe ich jetzt ins Bett. Und das war's mit dem ersten Weekly-Vlog nach unserer Vlogging-Pause. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwas voll Krasses erwartet und seid jetzt enttäuscht, dass die Weekly-Vlogs sich wenig bis kaum verändert haben. Aber für alle, die genau die Weekly-Vlogs mochten, die wir schon immer machen, ist es ja genauso weitergegangen. Also hoffe ich einfach, ihr habt euch gefreut. Und dann sehen wir uns nächste Woche mit einem neuen Vlog. Und bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche.